Hallo und damit herzlich willkommen wieder zurück im Landwirtschaft 2015 Economy Dives Projekt. Wir haben den Dino. Hi Leute. Mit dem Björn. Hi. Mit dem Klicky. Hallo. Und mit einer saftigen Cola. Oh, Kohle müsste es kommen. Björn, ich würde dich vorlassen, weil du der schnellste bist. Von Traktor technisch her. Nee, JCB ist der schnellste. Nein. Aber nicht beim Robern. Also ja. 200, 2000 haben wir jetzt, also 12.000 hat es gegeben. Ob es was hinkriegt? Jetzt. Weil natürlich vorne trotzdem die Ecke stehen lassen. Ach nee. Nö, also. Immer mit Profis, ja. Dum, 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 dum. Verkaufst du schon Öl, Klicky? Also, ich habe jetzt Motoröl verkauft, dann hat Herr Randy das Heizöl verkauft, ich habe den Raps dort eingeschüttet in Teilen, jetzt hole ich nochmal Rohöl. Wie sieht's finanziell aus? Immer noch 200.000, jetzt verlieren wir wieder Geld. 200.000? Ja, wir haben die Saatmaschinen verkauft. Ja, und halt die ganze Zeit jetzt Öl und alles Mögliche. Alter. Will GBS essen heute oder was? Hä? Nein, nein, das GBS hat sich ja gerade rausgeschmissen. Jetzt. Hm. 90 Liter noch, Alter. Also für Notbetankung kannst du mich fragen, da kenne ich mich aus. Das passiert mir in meinen Videos öfters mal, dass ich dann stehen bleibe und keinen Sprit mehr habe, zufälligerweise. Okay. Mittlerweile fragen die Leute mich dann schon, warum tankst du eigentlich überhaupt noch? Das ist schon wie so ein, ja, wie so ein Markenzeichen dann, leider Gottes. Dass ich dann immer einen leeren Tank habe. Aber hier ist das gut, hier kann ich die Traktoren wechseln, baue ich mit rein und dann baue ich in die Tankenbahn. So. Randy, wie sieht's bei dir aus? Hast du gesehen oder hast du mitbekommen, dass der 1.3 Beta-Patch selber nochmal gepatcht wurde? Weil die Beta-Patches da. Jens Lutz. Also anscheinend, also ich habe jetzt schon einige Leute getroffen oder mit denen gesprochen, die mit mir spielen wollten oder wo wir zusammen spielen wollten, die dann den 1.3er Patch drauf hatten und die eigentlich relativ zufrieden waren schon mittlerweile. Also die auch keine Abstürze großartig hatten oder so. Ich bin jetzt mit dem momentanen Patch auch zufrieden. Wie gesagt, wir warten jetzt halt ab, bis der Public Patch. Also und das Problem ist, da müsste das jeder wieder übernehmen und die Dedicated Software unterstützen die Software momentan auch noch nicht. Und ach, das ist mir dann alles wieder. Nee, also meiner bei Gaming nicht. Also bei NGZ, wo ich bin, der kann ich den Beta Patch 2, zweite Version schon drauf spielen, wenn ich will, aber nur halt. Aber ich, bei unseren Dings halt nicht, weil die nehmen keine Beta Patches. Was ist denn jetzt los? Ja! Bewegt sich das Scheißding nicht mehr. Björn, eine zu wenig. Nee. Doch. Du hättest die neben mir und Randy hat die andere genommen. Nein. Achso, Randy hängt dir zwei hinterher. Okay. Ach, scheiße. Bist du zu doof, mit dem Traktor das Feld zu grubbern? Nee, ich hab keinen Saft. Ja, was machst du da? Ich hab keinen Saft mehr. Wie? Ja, ich hab keinen Saft mehr. Sprit alle. Ja. Trottel! Alter! Muss ja noch ein akustisches Signal einbauen hier am besten. Hab ein komplettes Hut aus. Nee, da auf dem Feld, da hat kein Sprit mehr, der Bleppo. Warte mal, ich komm mal mit dem Tanker. Ich hab ja permanent Hut aus, ich seh das ja nicht. Wie doof ist das denn, ey? Ja, ich hol mir das kleine Fass unten, ne? Weil das haben wir ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Kann ich auch gleich tanken ab, ohne noch 69 Liter. Ich schub's hier, scheiß Tor. Dass die Tore auch nicht eher aufgehen, das geht mir auch so auf den Sack, ey. Aber das Ding ist, der Traktor springt immer noch an, der fährt halt bis 4 cm mehr weiter. Ja, lass auch nicht, dass Luft reinkommt. Oh, beim Diesel ganz beschissen, ja. Da ist schon Luft drin. In ein Fahrerhaus oder was? Ja, ja. Im Kopf vom Fahrer. Nee. Und der große Tank. Ah, hier steht er doch, der kleine. Da lacht die Schweiz. Noch lacht sie. Mal gut, hab ich
mein Stuhl mit Seitenhalter. Das wäre schon ein Ding zum Stuhl gekippt, du. Noch lachst du, dir. Okay, das ist nicht gut. Ja. Wie viele Liter gehen rein in deine Mühle? Keine Ahnung, was in diesen TTV-Bassen. 500 Liter, frag mich doch nicht. Wie viel sind hier drin in der Tanke? Siehst du das, Kligi? Müsste man eigentlich sehen, ja. Jetzt noch etwas über 10.000. Das dürfte reichen. Ja, ich habe jetzt 2.500 gleich hier drin in dem Tanker. Ach, das reicht. 3.000, du Schwein, und dann... Was ist denn geheizt mit dem Ding jetzt rum? Mach dich einen Traktor, du wartest dort. Ja. Nee, 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 fahr den zurück. Hä? Alter. Der heizt hier mit dem T4 über den Hof, klatscht das Ding irgendwo an die Wand und switcht den nächsten Traktor weiter. Du hast gesagt, ich soll dort warten, fertig. Nee, fahr den jetzt wieder. Boah, Alter, ey. Da hätte ich mit der U tanken müssen. Ruhig. Ach Mann, ey, ne. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn wir alle vier stehen bleiben, kein Sprit mehr, ey. Und kein Traktor mehr frei. Ja. Also nur Neukölfen. Wie viel hast du noch drin, Björn? 314 Liter. Deswegen habe ich gesagt, das ist immer gut, wenn ich switchen kann. Ja. Ja, ja, Randy, das sitzt du jetzt aus in deinem Traktor, bis einer kommt und hilft. Ja, egal, drück so lange aufs Gaspedal, das immer noch, ne? Wenn er mir davor geht, schau doch hier was. Da kommt der gelbe Baron. Geht ein Stück dauern. Ja. Geht das trotzdem? Geht trotzdem, ja. Muss ja bloß noch näher stehen. Ich kann mich ja beim Fahren dann bedanken. Hallo, wir sind bei der Luftwaffe. Warum denn nicht? Nee, ich muss ja auch tanken, von daher. Doch, funktionieren tut es. Ich hab das in der Thüringen-Map mal gemacht. Ja, funktionieren tut's, klar. Naja. Aber mit dem Curseplayer habe ich das gemacht, im Singleplayer. Du, dann keine Rücksicht, der schiebt dich weg, wenn du zu langsam bist. Sagst du, wenn du voll bist? Nö. Da fahr ich den wieder weg. Hau rein, das Zeug, gell? Bei mir gehen 500 Liter auf jeden Fall rein. Bei mir drüber auch. So, voller Wachmeister. Ja. Gut. Klick mal, man sollte das vordere Anbaufass für den Dünger sollte man umkonstruieren als Zusatztank für den Sprit, oder? Ja. Ja, ob du nur 1000 Kilo oder noch 1000 Liter drin hast? So wie der Transporthubschrauber hier, die CH, die doch so links und rechts und. Ja, haben aber generell alle Hubschrauber, ne? Haben auch die Kampfhubschrauber, die können auch zusätzlich Tanks fahren. Ja, was machen wir beim Randy dann, links und rechts? Sag ja, noch lacht er. Irgendwann, Björn. Schau mal ein paar Fotos von dir geguckt, die du auf Instagram gepostet hast. Schöne Berge hast du. Irgendwann sind die Berge mal weg. Dann kommst du rüber, oder was? Ja, dann komm ich rüber, ja. Das ist nicht mal so anstrengend. Dann ist er mit Anlauf in die Schweiz gelaufen. Ja. Sonst bleibt er stehen mit dem Moped oben. Bam! Durch die Alpen durch. Ich hab grad das Bild vor Augen. Ihr kennt jetzt sicherlich Werner Beinhardt. Ja, ja. Ja, logisch. Da verdünnisiert sich meine Bremse. Wurstblinker. Der ist aber nicht original. Also das Epischste war... Fahr ich immer so rum. Das Epischste war wirklich das Fußballspiel im ersten Teil. Das ist unerreicht. Gleich am Start. Also das habe ich bestimmt 100 Mal geschaut. Das war so mega. Die Tauben, nur am Sauf. Gestern war auch im Krankenhaus. Mit dem Licht. Wo die olle Zippe das Licht immer angelassen hat. Wenn man von der Insel geträumt hat. Der gerade auf der Insel ist mit den ganzen Weibern. Ja. Und die... Und die gute Frau im Treppenhaus. Ihr habt ja gerade frisch gewischt. Mach das nicht aus, sonst beiß ich die Birne ab. Weil ich der Röhrig bin. Das war auch geil, ne? Das reißt Röhrig. Oder wo der. Das Schnüffelstück. Das Schnüffelstück. So reingepustet, so. Du, der ist noch gut. Ja, ja. Das war auch richtig mega. Eckhardt, was tut der dir denn hier noch? Die Kohlen? Was tut ihr denn hier die Kohlen fressen? So durchgepustet, da ging kein Stück Luft durch irgendwas. Dann schupp den braunen Rand am Mund und dann, du, der geht noch, der ist noch gut. Ah, nee, das war echt. Das war mega, also das war echt.
Ja, mach ich, Chef. War das der dritte oder vierte Teil, wo sie den LKW mit den ganzen Würfeln umgehauen haben und dann das mega pasch gemacht haben? Das habe ich nicht mehr geschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Teile geschaut und ich fand den zweiten im Vergleich zum ersten schon so schlecht. Ja, das ist so, ja. Und aber den dritten dann, klar, den dritten habe ich glaube ich auch noch geschaut, aber dann noch schlechter und da habe ich den vierten habe ich gar nicht gesehen. Ja, da haben sie doch eine Schattenspiele gemacht im Zelt. Und dann gab es dann halt Schattenspiele, Steinschere, Papier und so. Und dann kam er auf einmal mit dem Obi-Hörnchen. Ja, wird das Obi-Hörnchen? Das Obi-Hörnchen frisst alles. Ja. Das Geilste ist einfach nur, wo der wirklich das Rohr da abreißt. Und dann da mit der Toilette über dem Kopf. Und dann hier und da unten aus dem Scheiß aus Glotze Arm raus. Weißt du, der Kopf steckt oben in der Schüssel drin. Ins Pariser und über den Daumen. Ja, genau. Und da jetzt mal hier dieses Stockwerk hochrennt, oben wieder aus dem Fenster klatscht, wieder hochrennt, wieder raus. Alter, hat sich was drin. So, warte mal. Werner läuft im Treppenhaus durch die Gegend und sucht den Schlüssel für den Keller und kommt zu dem Alten. Ich brauch den Schlüssel für den Keller. Wieso? Ja, das war Überschwemmung. Wieso? Halt mal vorne an, dann Björn, dass ich kurz übernehmen kann. Ah, Alter, nee. Boah, hier, Slide, hä? Junge, hast du gesehen, wie ich den abgefangen hab? Kann ich? Ja, kannst du einkaufen. Okay. Jo. Oh. Von vorne kommt ein Randy. Ach nee. Warum ist er nur so unfähig? Sag mir das mal. Also manchmal ehrlich. Warte, Rot. Wie soll das funktionieren, wenn du unseren Kurs nicht übernimmst und uns hier entgegengefahren kommst? Aber guck mal, jetzt hört er mittendrin auf. Alter. Ehrlich. Ich könnte jetzt gerade da, wo er angefahren kommt, hier mit seinem Traktor, könnte ich gerade in den Bildschirm ein Loch schlagen. Kannst du machen, hast ja noch zwei. Nee, genau genommen drei. Ach, hast mittlerweile vier. Eigentlich hier unten stehen fünf. Also einen hat ja meine Freundin. Einen ich. Warte. Drei ich und dann habe ich ja hier noch. Habe ich überlegt, ob ich anschließe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch so einen kleinen. Na, war früher Fernseher im Schlafzimmer. Also ist auch ein LCD. Warte mal, mach da runter, ja. So. Ist so. Wie groß ist denn der? Was ist denn? Also 80 ist ja 30 oder 31 Zoll, ist ja 80 Zentimeter, ne? Aber der ist kleiner auf jeden Fall. Weiß nicht. Das ist vielleicht so ein. Vielleicht so ein 27 Zoll könnte sein. Oder warte mal. Ich hatte ja Kliege gestern in. Ja, doch, von der Größe. Vielleicht so 27 Zoll oder 25 Euro. Irgend sowas. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich echt, ob ich den noch anschließe. Also ablass und nur zum Streamen anschließe. So. Kurz dran, so bam und einfach da oben drauf dann halt Bett und alles und so. Das können wir machen, weil wie gesagt, wenn ich sehe, wie viele Fernseher Skrong über seiner Station geschaltet hat, dann kannst du da 10 Dinger dran schließen. Nee, geht nicht. Macht's immer. Ach ja, stimmt, das ist ja Output aber nur 6. Aber ich hatte gestern, da klicke ich euch einen Beitrag gezeigt, da gibt es momentan die Monitor Week in Asien drüben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in Asien war, aber auf jeden Fall, da haben jetzt japanische Hersteller haben da jetzt erste Modelle gezeigt von 4000 dpi Fernsehern, wie hat es Beitrag geschrieben? 2K, 4K, vergessen Sie es. Da haben sie jetzt da Fernseher vorgestellt mit 10K Auflösung. Mit einer Dichte von 4000 dpi. Krank, ja, einfach nur. Die ganz sauber sind. Ja, also, ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das im Allgemeinen war. Aber ein riesen Teil. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Tino, ich kann es dir nur empfehlen, wenn der. Also, ich habe bei mir auch vier dran. Einen kleinen, einfach bloß Überwachung drauf, wie so ein. Krankenhausmonitor, wo dann halt die Diagramme laufen, Temperatur, Kernauslastung. Ja gut, aber das ist bei so. Dir, bei dir sehe ich das ein mit dem Rechner. Aber, ja gut, für dich ist ja jetzt out of memory zum Beispiel. Hättest du denn eigentlich kommen sehen können.
aber. Also ja, es ist halt, das Problem ist, ich habe so eine Anzeige, zum Beispiel CPU-Last und RAM. Ja. So, und wenn die jetzt hier, die RAM-Anzeige geht halt bei 77% geht out of memory, ne? Schon, ja. Hm. Fehlen aber immer noch. Was sind denn die restlichen? Ja, das Problem ist, ist das Betriebssystem. Wie ist denn das in diesem Task? Achso, nee, warte mal. Also ich weiß jetzt nur, dass ich auch schon mal teilweise, bevor ich den RAM aufgeweitet habe, auch mit 95% RAM-Auslastung immer noch was machen konnte. Nee, der PC war dann zwar nicht scheiße langsam, aber. Geht bei mir nicht. Okay. Hast du Auslager? Hast du Dateien auslagern? Kann sein, dass der irgendwas auslagert oder so. Ja, wenn du da nichts geändert hast, dann lagert er das auf die Festplatte aus. Also dann hat er nochmal meinetwegen, wenn du jetzt 8 GB hast, dann nochmal 4 GB zur Auslagerung auf die Festplatte meinetwegen. Und ist zwar sehr langsamer ran, dann logischerweise, aber er arbeitet weiter in dem Sinne. Und das habe ich komplett ausgestellt, weil er es eben auf die SSD lagern würde und das will ich nicht. Achso, okay. Und ja, aber es ist halt, fucking Minecraft, ne? Ich muss sagen, jetzt nachdem ich jetzt von 8 auf 12 aufgerüstet habe, reicht das vollkommen aus. Ja, 16 leider nicht bei mir. Also ich hab eigentlich schon, hättest du halt Minecraft nicht. Und es ist ja eigentlich lächerlich, dass so ein Spiel so viel RAM frisst. Und es könnte noch viel mehr verbrauchen, so ist nicht. Ja, also ja. Minecraft technisch ist das krasseste, glaube ich. Björn, du hast das erzählt, ne? Ja, ich habe 35 Gigabyte. Ich habe Minecraft, habe ich meinen Schatz gemacht. Ich habe von Tino den Tipp bekommen, Feed the Beast mal zu nehmen und da kannst du einstellen, wie viel Memory er nutzen soll. Da habe ich mal einfach den Scherz gemacht. Also kannst du den Launcher kannst du zuweisen, wie viel RAM man benutzen darf. Genau, so und da habe ich ihm einmal mindestens musst du halt so und so viel zuweisen, sonst kann es passieren, Minecraft kackt einfach ab, klar. Ja, jetzt 1 GB oder 2 GB zugewiesen hast, aber sag mal, du kannst natürlich auch da und Björn hat ja, erzählt. Ich hab ihm zugewiesen, nutz für Minecraft Maximum 52 GB Arbeitsspeicher. So, dann habe ich immer noch bis 65 GB gesamt, habe ich immer noch offen, also habe ich immer noch Platz fürs Betriebssystem und ohne Probleme. Und er ist dann bei der Memory-Auslastung mit Betriebssystem insgesamt auf 34 GB hochgegangen. Auslastung. Krank. Aber nur Infinity Mod. Also noch nichts großartig gebaut oder so. Wirklich nur gestartet. Und du kannst dann richtig suchen, wie die Kurve nach oben geht. Das ist Wahnsinn, wenn der lädt. Ja, das ist Java halt. Na, aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Deswegen danke mal auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr mögt. Dann nicht vergessen und bis dann. Tschüss. Tschüss.